Dagmar News, heute mit Politiker, Hund und Bär. Herzlich willkommen bei Stadtland News, dem nicht ganz so ernsten Wochenrückblick des Anzeiger für Harlinger Land und des Jeverschen Wochenblatt. Gerhard Schröder machte es vor. Er lobte als Bundeskanzler den russischen Präsidenten Putin als lupenreinen Demokraten. Und nun sitzt er, nach seiner politischen Laufbahn, im Aufsichtsrat einer Tochterfirma von Gazprom, dem russischen Erdgasriesen. So macht man als Politiker Karriere. Doch auch auf niederer politischer Ebene geht es ähnlich zu. Da werden einige wenige bevorzugt und andere bleiben auf der Strecke. Diese Erfahrung machte auch Stefan Bünting am vergangenen Wochenende. Als Ems-Jade-Bezirkschef erlebte er auf dem FDP-Landesparteitag in Nordhorn, wie die großen Landesverbände die Delegiertenwahl zum Bundesparteitag der Liberalen bestimmten. Nur eine Politikerin aus seiner Region wird an der Versammlung teilnehmen. Als widerliche Kungelei bezeichnete der Politiker das Vorgehen seiner Kollegen. Wir fragen uns, was nun mehr erschüttert, dass sich ein Politiker über Vetternwirtschaft aufregt, so als hätte das noch nie in der Politik stattgefunden, oder dass es die FDP überhaupt noch gibt. Auf dem Schulhof geht es oftmals auch nicht anders zu als in der großen Politik. Da gibt es immer den beliebten Schüler. Einen, der in den Pausen auf dem Bolzplatz als eiskalter Stürmer agiert. Und dann gibt es immer einen, der im Sportunterricht zuletzt gewählt wird. Das dicke Kind, das immer im Tor steht und das sich von dem beliebten Kind reihenweise Tore einschenken lässt. Nennen wir dieses unbeliebte Kind mal Paul. Und irgendwie will keiner so recht mit Paul spielen, weil Paul etwas anders ist. Zumindest glauben das die anderen. Paul ist eigentlich eine Schule, die Paul-Sillus-Grundschule in Jever. Sie ist nicht sonderlich beliebt bei den Eltern, weil es eine gebundene Ganztagsschule sein soll, was aber nicht stimmt. Eine andere, die Grundschule Harlinger Weg, kann sich unter anderem wegen dieses Irrglaubens kaum vor Schülern retten. Damit das dicke Kind aber nun endlich ein paar Spielkameraden bekommt, griff die Stadt Jever pädagogisch ein und definierte die Schulbezirke neu. Getreu dem Motto, nun habt euch doch endlich mal lieb und spielt. Damit werden viele Kinder nun zwangsläufig auf die Paul-Sillus-Schule gehen. Ob sie mit dem dicken Kind spielen wollen oder auch nicht. Am vergangenen Freitag brannte in Heidmühle eine Holzhütte ab, die dem Campingplatz und dem Freibad als Rezeption diente. Ein defekter Kühlschrank sorgte für das Feuer und den Schaden von 30.000 Euro. Und das alles kurz vor Saisonbeginn. Doch die Stadtverwaltung Schortens reagierte zügig und sorgte für Ersatz, damit der Campingplatz die ersten Gäste begrüßen kann. Als Zwischenlösung wurde nun eine andere Holzhütte aufgestellt, die bereits einige Male einem großen Kundenandrang standhielt. Denn das Provisorium wurde zuletzt als Weihnachtsbude genutzt. Das ist natürlich ein Unding, jetzt zu kurz vor Ostern. Aber solange dort keine gebrannten Mandeln oder Glühwein verkauft werden, Eierlikör wäre hingegen in Ordnung und die Schoko-Weihnachtsmänner erst in 2 Wochen in die Regale kommen, kann wohl jeder mit dieser Lösung leben. Ein Pärchen wollte mal so richtig ausspannen. 3 Monate lang ungestört sein. Sie hatten nur den kleinen, schwarz-weiß gepunkteten Hund mit dabei. Für die Auszeit nahm sich das Paar eine Ferienwohnung in Altpfunnig-Sihl. Am 20. März verließen Mann, Frau und Hund die Wohnung und kamen nicht mehr wieder. Und die Mietkosten beglichen sie auch nicht. Der Vermieter rief deshalb die Wittmunder Polizei, die nun nach den Mietprellern sucht. Möglicherweise suchen diese bereits eine neue Unterkunft. Wahrscheinlich ist das Betrügerpaar noch in der Region, denn laut Polizei besitzen sie kein Auto. So können sie nur so weit gekommen sein, wie sie ihre 2 bzw. 4 Beine getragen haben. Zum Sport. In Jever zeigten die Teilnehmer der Übungsleiter C-Ausbildung, dass sie nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis drauf haben. Im Anschluss an das Seminar veranstalteten die Teilnehmer zunächst ein Turnier für die Fußball-G-Junioren, ehe sie selbst die Pille durch die Halle kickten. Mit dabei waren auch 3 Maskottchen. Carolinchen aus Carolinsiel, der Schneemann von der Eishalle Sande und unser Zeitungsbär Bruno. Der zeigte, dass er richtig viel Gefühl in der Tatze besitzt und erzielte beide Tore beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft. So viel Talent blieb nicht unbemerkt. Ein Vertragsangebot eines großen bayerischen Fußballvereins lehnte er aber anschließend dankend ab. Er fühle sich hier in Norddeutschland pudelwohl und traue sich ohnehin nicht dorthin, nachdem was vor einigen Jahren seinem Namensvetter Bruno dem Problembären in der Region zugestoßen war. Und damit geben wir ab zur Wetterschwester. Problembär? Lecker! Das war Stadtland News für diese Woche. Seriöse News gibt's Montag wieder im Kiosk und rund um die Uhr im Internet und unseren E-Papers. Mein Name ist Maximilian, wir sehen uns nächste Woche.